Die Menschheit hat ihr Vertrauen in die Gerechtigkeit fast vollständig verloren. Daran ist auch nichts verwunderlich, denn diese Welt ist zu einer Arena geworden, in der derjenige gewinnt, der am meisten Verbrechen begehen kann, ohne erwischt zu werden. Dies geschieht nicht nur in einigen wenigen Ländern, sondern zieht sich über den gesamten Erdball. Als der Islam noch dominierte, sorgten alle Städte, die zu islamischen Gebieten wurden, mit einem gerechten Rechtssystem für Frieden und Sicherheit und schufen ein einzigartiges Modell für die gesamte Menschheit. Erhält dieses Gleichgewicht, ungeachtet der Hautfarbe, Rasse, Sprache, der Religion oder des Geschlechts eines Menschen aufrecht. Die Geschichte des Islam bietet unzählige Beispiele dafür. So wie als der islamische Richter Khidr den Eröffner des damaligen Konstantinopels, des heutigen Istanbul, Muhammad al-Fatih, verurteilte. Muhammad al-Fatih ließ eine Moschee erbauen. Der Architekt dieser Moschee war ein kompetenter Grieche. Zwischen diesem griechischen Architekten und Sultan Fatih gab es eine Meinungsverschiedenheit über die Marmorsäulen, die beim Bau der Moschee verwendet werden sollten. Bei der Herstellung dieser Säulen baute er sie im Einklang mit seinen eigenen Gedanken und nicht so, wie der Sultan es forderte. Muhammad al-Fatih dachte, dass der griechische Architekt dies tat, um die Ästhetik der Moschee zu beeinträchtigen, woraufhin er ihm die Hand abschlug. Der Grieche reichte daraufhin Klage beim Richter Khidr ein. Nach Recherchen und Untersuchungen wurde festgestellt, dass der griechische Architekt nicht beabsichtigte, die Ästhetik der Moschee zu verunstalten, damit sie schlecht aussieht, sondern weil er es am geeignetsten für die Architektur hielt. Es stellte sich also heraus, dass Sultan Fatih im Unrecht war. Muhammad al-Fatih, der Sultan, der die Armee anführte, die einst Istanbul für den Islam eröffnete und vielleicht der mächtigste Mann seiner Zeit, wurde verurteilt und einem gewöhnlichen Architekten, der nicht mal ein Muslim war, wurde Recht zugesprochen. Genau wie er dem Griechen die Hand abschlug, sollte nun auch ihm die Hand abgeschlagen werden. Wie hat Muhammad al-Fatih wohl auf dieses Urteil reagiert? Hat er versucht, den Richter zu bestechen oder zu bedrohen, ihn seines Amtes zu entheben oder ihn vielleicht sogar zu töten, wie man es heute erwarten würde? Nichts von all dem traf ein. Er akzeptierte das Urteil mit großer Hingabe und sagte, der Finger, der wegen der Scharia abgeschnitten wird, schmerzt nicht. Er wandte sich dem Richter zu und sagte, bei Allah, hättest du zu meinen Gunsten geurteilt, hätte ich dir mit diesem Schwert den Kopf abgeschlagen. Der Richter zeigte auf eine Waffe, die direkt neben ihm hing, und sagte, mein Sultan, wenn sie ihr Sultanat ausgenutzt und dieses islamische Gericht missachtet hätten, hätte ich sie hiermit angegriffen. Als der griechische Architekt diese Situation sah, verlor er sich fast, brach zusammen und weinte unter Schluchzen und Tränen. Er sagte, geben Sie Zeugnis, Sie alle, ich gebe meine Klage auf und werde angesichts dieses Verständnisses von Gerechtigkeit ein Muslim. Allahu Akbar. Im Islam bedeutet Gerechtigkeit, alle vor dem Gesetz gleich zu behandeln und Menschen aufgrund von Unterschieden in Kultur, Wissen und Autorität keine Toleranz oder Privilegien entgegenzubringen. In den heutigen menschlichen Systemen werden gewisse Menschen privilegiert. Anders als im Islam, der den Armen und Unbekannten sowie den Vermögenden und Einflussreichen gleich behandelt. Geschichten wie diese, in denen ein großer und mächtiger Sultan einem nicht-muslimischen Architekten gegenübersteht und ein Urteil gegen den Sultan gefällt wird, sind beispiellos und für uns schon fast unglaublich. Aber in der islamischen Geschichte sind solche Ereignisse keine Einzelfälle. Denn es sind die Worte Allahs, die uns zu solchen Handlungen erziehen und verpflichten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, O die ihr glaubt, seid Wahrer der Gerechtigkeit, Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder die Eltern und nächsten Verwandten sein sollte. Ob der Betreffende reich oder arm ist, so steht Allah beiden näher. Darum folgt nicht der Neigung, dass ihr nicht gerecht handelt. Wenn ihr die Wahrheit verdreht oder euch davon abwendet, gewiss, so ist Allah dessen, was ihr tut, kundig.